Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vlog von meiner USA-Reise. Diesmal vom 1. Januar, also von Neujahr 2018 mittlerweile schon. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Die Jahre fliegen an einem vorbei. Und ich muss sagen, heute habe ich nicht so sonderlich viel gemacht. Ein bisschen was kann ich aber dennoch erzählen. Erstmal, es ist wieder sehr kalt gewesen heute. Das ist tatsächlich endlich mal der Tag, an dem ich auch aufnehme. Ist auch der Tag, an dem das passiert ist, von dem ich jetzt erzähle. Und erstmal lange geschlafen, irgendwie erst um 1 oder sowas los. Und dann, ja, was machst du jetzt? Es ist schon wieder sehr kalt, wie gesagt. Minus 13 Grad waren es, glaube ich, heute die Höchsttemperatur. Gefühlt minus 23 Grad durch den Wind. Das heißt, man konnte schon wieder nicht viel draußen machen. So, ich bin dann ins Aquarium von Boston gefahren. Das ist so ein bisschen Sea Life-mäßig, sage ich mal. Wie man es aus Deutschland kennt. Und deswegen bin ich natürlich nach USA gefahren, nur um in dieses Aquarium reinzugehen. Also kurzum, von außen war es pottenhässlich. Das war tatsächlich an dem Ort, wo auch gestern das Feuerwerk stattgefunden hat. Das heißt, gleich U-Bahn-Station direkt nebenan. Ich frage mich, wie die Tiere das ausgehalten haben, weil das war bestimmt 20 Minuten Feuerwerk oder sowas. Und da pottenhässliches Gebäude. Und ich muss sagen, ich war ja schon mal in den USA auch in so einer Art Aquarium. Und zwar damals in Orlando, in Florida. Und hab da, das hieß glaube ich auch sogar Sea Life. Und hab da ja diese Orcas gesehen. Und das war so eine Art schon mehr Freizeitpark mit Tieren und Fischen. Und ja, da gab es eine Orca-Show und schlag mich tot. Wurde ja mittlerweile alles verboten. Das heißt, ich bin tatsächlich noch relativ froh, dass ich das gesehen habe, obwohl es natürlich auch nicht geil ist, dass sie damals die Tiere gefangen gehalten haben. Und vor allem keine riesen Wale, die dann irgendwas machen, die Leute in das spritzen. War zwar sehr beeindruckend, aber ganz ehrlich, da muss ich sagen, ich bin sowieso nicht so ein Freund davon, Fische generell oder Haie oder sowas in Gefangenschaft zu halten. Weil die haben halt immer relativ wenig Platz, um rumzuschwimmen. Das ist nicht so geil. Da gibt es auch sogar schon einen Podcast von. Die Sache mit den Ozeanen heißt der. Und den kann ich euch nur empfehlen. Da könnt ihr mal gerne reinschauen. Auf jeden Fall in dieses Gebäude rein. Und es gab tatsächlich wieder ein Touch the Manta. Beziehungsweise Touch the Ray. Und ja, da konntest du dann schon wieder so Rochen anfassen. Das habe ich tatsächlich auch schon mal in diesem anderen, in Florida gemacht, touchte Rochen und ja, habe es dann natürlich wieder gemacht und das waren so kleine Rochen, ich habe die ein bisschen gefilmt und ja, die haben sich halt wieder glitschig angefühlt, ja, sondern so ein bisschen Schleim, glaube ich, ab, aber die waren tatsächlich sehr neugierig, das heißt, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass die halt zu einem hingekommen sind, weil sie gestreichelt werden wollten, das war irgendwie interessant. So, in diesem Becken gab es dann auch noch ein paar Haie, die konnte man theoretisch auch anfassen, die wollten aber nicht angefasst werden, die waren irgendwo, haben sich verkrochen und hatten keinen Bock. Und in diesem Becken gab es auch große Rochen. Die konnte man auch anfassen, die hatten einen sehr langen Schwanz, der war irgendwie 2 Meter oder sowas lang. Und ja, da auf einmal gab es dann irgendwie so ein Tohuwabohu, da sind alle Rochen auf einmal rumgeflitzt und schlag mich tot. Und dann sind auch die großen Rochen vom Boden hochgekrochen gekommen und mussten einmal zur Scheibe schwimmen. So, sind dann erstmal direkt dahin geschwommen, wo ich stand. Und das war halt, dadurch, dass es touchte Rochen war, war das Glas nicht so hoch. Irgendwie nur so 10 cm bis zum Wasser, damit du halt auch gescheit reinkommst. Und dann hat dieser Rochen an der Scheibe umgedreht. Ja, sein Schwanz hat auch umgedreht. Sein Schwanz ist über die Scheibe raus in den Besucherraum. 2 Meter lang wohlgemerkt. Sein Schwanz hat mich einmal voll an der Jacke gestreift. Das war so wie ein Rochenschwanz halt. Wo ich gerade auch noch filmen wollte, weil er ja kam. Das musste ich unbedingt festhalten. Hat mich dann einmal an meiner Jacke gestreift. Und irgendwie ein paar andere Leute neben mir halt auch noch. Dann hing der Schwanz da so halb aus dem Becken raus. Und dann ist er halt wieder da weggeschwommen. Und das war sehr interessant, weil ich habe mich ein wenig erschrocken, als auf einmal so ein Rochenschwanz rauskam. Normalerweise, die haben ja auch so einen Stachel, einige Rochen. Die waren natürlich ungefährlich, aber trotzdem war es irgendwie seltsam. Und das ist dann an meiner Jacke getrocknet. Und ich habe eben berichtet, Rochen haben eine glitschige Haut. Und ich hatte dann den ganzen Rochenschleim an meiner Jacke. Das war sehr geil. Aber wer kann schon mal
behaupten, er wurde von einem Rochen getroffen und hat das überlebt. Natürlich war es ein ungefährlicher Rochen, aber ja, das ist ein Erlebnis, womit ich nicht gerechnet habe, dass ich das jemals in meinem Leben haben werde. Von daher ist es eigentlich auch schon ein bisschen cool. Ich habe mich trotzdem ein bisschen erschrocken, aber die Leute neben mir tatsächlich sogar noch mehr. Es ging tatsächlich also noch. Ich habe mich ja nur irgendwie so weggeduckt, dass er mich nicht am Kopf trifft. Hätte ja auch sein können, weil war so eine Schleimspur am Gesicht, das ist eh nicht so geil. Die Jacke habe ich dann Gott sei Dank relativ leicht abwaschen können. Von daher alles in Ordnung, aber ja, war mal ein Erlebnis jedenfalls. So, in diesem Aquarium gab es dann natürlich noch mehr als Rochen und Haie und seltsame Ereignisse, sondern auch noch andere Fische. Ich habe tatsächlich heute relativ viel gefilmt, die ganzen Fische, weil ja. Das war halt mal ein Anlass zu filmen, sieht man nicht alle Tage. Und beeindruckt hat mich, also ja, es ging Seepferdchen, gab es da, es gab Lobster, es gab auch Seehunde und Pinguine, die habe ich gefilmt. Das Aquarium war da, muss man dazu sagen, jetzt nicht sonderlich groß. Und auch nicht sonderlich schön. Aber es ja, war schon ansehnlich. Ich war da, glaube ich, sogar auch 2,5 Stunden oder 3 Stunden fast drin. Von daher völlig in Ordnung. Dann gab es da drin noch irgendwelche Vögel, die irgendwie so Wasservögel geschützte und Anacondas. Das war, ja, ich mag Schlangen ja nicht sonderlich, habe ich schon gesagt. Die konnte man nicht touchen zum Glück, die waren in der dicken Glasscheibe, waren fett und eklig, sage ich mal. Und ansonsten hatten die da tatsächlich relativ viele Fische, wo ich sagen muss, dieses Aquarium, wo die Fische drin sind, reicht definitiv nicht aus, dass die da gescheit drin leben können. So, weil da waren, die Aquarien waren teilweise vollgestopft mit Fischen. Die Aquarien, da waren teilweise Riesenfische in winzigen Aquarien drin. Und ja, das war nicht so sonderlich. Ansonsten hatten die echt viele Arten auch von Fischen. Und in der Mitte von diesem Aquarium war halt, von diesem ganzen Aquariumgebäude, war halt ein Riesenaquarium, wo auch wirklich große Fische drin leben. Und da haben die so eine Bahamas Riff nachgestellt und ich habe mir sagen lassen, oder sie haben dann auch erzählt, dass sie tatsächlich immer da Fische einmal im Jahr oder sowas da mit Genehmigung tauchen und dann da Fische einsammeln und auch andere Tiere, die halt irgendwie von selbst nicht mehr überleben würden, weil sie irgendwie verletzt wurden von Fischern oder irgendwie von anderen, von Raubtieren oder sowas. Und in diesem Aquarium schwamm dann eine riesige Schildkröte, Meeresschildkröte. Ich habe noch nie eine so große Meeresschildkröte gesehen. Ich habe schon ein paar gesehen in meinem Leben, aber noch nie eine so große. Die war wirklich gigantisch groß. Also die hatte von oben nach unten, vom Panzer bis zum Bauch, bestimmt einen halben Meter Durchmesser und die war auch über 1 Meter lang. Und ja, habe mir dann sagen lassen, dass die über 90 Jahre alt ist, die Schildkröte, was sehr beeindruckend war. Aber in freier Wildbahn kann sie halt aus irgendeinem Grund nicht mehr überleben. Das habe ich mir dann nicht mehr sagen lassen. War definitiv sehr beeindruckend, diese Schildkröte. Ansonsten waren halt in diesem Aquarium noch ein paar Klopperfische drin, die schon einen guten Meter lang waren. Und in anderen Aquarien waren noch ja andere Haie, so ein komischer Fisch, der sich nicht bewegt hat, so ein Steinfisch, noch mehr Rochen. Was habe ich noch gesehen? Ja, Quallen und Aale und alles Mögliche drin. Was ja relativ spannend war, ich sag mal mildly interesting. Wer im Reddit, oder wer öfters mal auf Reddit ist, der weiß, was ich meine. Habe ich einfach mal alles gefilmt, weil warum nicht? Deswegen könnt ihr jetzt nebenbei noch ein bisschen Fische sehen. Und danach bin ich aus dem Aquarium raus. Erstmal muss man noch so ein Foto machen, ja, und dann kostet das am Ende wieder $35, wie man es kennt. Und dann gab es natürlich auch immer noch den Giftshop. Also man muss auch sagen, egal wo du in den USA bist, du verlässt immer diese Location durch den Giftshop, also durch den Souvenirshop. Und auch so war es, als war halt auch so, dort so. Ich habe aber nichts gekauft, weil ganz ehrlich, ja, muss ich nicht unbedingt haben. Und danach habe ich noch was gegessen. Es gibt so eine, in Boston so ein Gebäude, wo halt nur so Lebensmittel oder Fressbuden drin sind, die relativ gutes Essen tatsächlich auch machen. Dort war ich dann halt einfach noch ein bisschen essen und bin dann direkt mit der U-Bahn hierher gefahren, weil ich musste ja noch, ich war ja in Verzug, musste ja noch 4 Videos aufnehmen von den 4 Tagen, an denen ich das noch nicht machen konnte. Das habe ich jetzt mit diesem Teil gemacht. Und das war es auch schon vom heutigen Tag. Was ich morgen mache, weiß ich noch nicht genau. Das werden wir dann sehen. Vielleicht nehmen wir uns ja einen Mietwagen und fahren mal nach Cape Cod. Das wäre noch wirklich schön. Wenn es nicht so kalt ist. Morgen soll es nur -7 Grad werden. Das ist sehr schön, wenn es nur -7 Grad sind, weil es ist schon fast warm. Da kann ich meine Badehose auspacken
und baden gehen. Ich weiß auch nicht, was ich erzähle. Draußen die Straßen sind weiß vom ganzen Streusalz, weil die Amis hier halt echt viel streuen in Boston. Und ich habe auch schon gesagt, der Hafen von Boston, da kann ich auch noch sagen, der ist komplett zugefroren jetzt erstmal über Nacht. Da ist der ganze Fluss, der riesenbreite Fluss, also das ist echt breit, und das Hafengebiet sind zugefroren. Das heißt, es ist sehr kalt. So. Und ja, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Unglaublich. Naja, morgen mal gucken, kaufe einen Mietwagen und dann mal raus aus Boston, ein bisschen die Landschaft und Umgebung noch anschauen. Minus 7 Grad ist schon, wie gesagt, fast warm. Und an dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns im morgigen oder im kommenden Vlog von meiner USA-Reise. Vielen Dank und macht's gut. Bis dann. Tschüss.